Hallo Mitspieler, mein Name ist Low Riot und ich begrüße euch zum langersehnten Fallout 4. Fangen wir doch am besten gleich an. Ich lasse das komplette Intro ablaufen. Ein kleiner Schwenk durch die Garage. Wer das nicht sehen will, auf zur Minute 3. Ein schöner, opulenter Intro-Song, so haben wir es gern. Gut, springen wir gleich rein. Ein neues Spiel mal bitte. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Fusionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und
die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Wir sind im Badezimmer unserer Protagonisten. Wir können... Jetzt bin ich entweder Großer. Mit ihr. Lass mich mal kurz daran. Oder mit ihm spielen. Da sind wir völlig frank und frei. Und wir könnten jetzt alleine hier schon eine Stunde zubringen. Ach, ich blätter einfach mal ein paar schönen Standardgesichter durch. Das war mal so ein bisschen mitkriegen, was diese Engine so kann. Ich glaube, ich bleib einfach mal bei dem Herrn. Ist ein angenehmes Preset. Guck mal, was können wir dann sonst noch verändern? Wir können jetzt hier jeden Bereich mit der Maus greifen. Zum Beispiel hier. Ziehen und schieben. Ganz einfach. Was sagt Mausrad? Aha, schiebt das Kinn vorne, hinten. Und mit das E. Das ist mein kräftiger Mann. Und mit E, was nehmen wir denn einfach? Ach, hier kann man sich alleine schon eine Stunde austoben, wie gesagt. Ist das herrlich. Was meinst du, Schatz? Schelmisch schön oder schön schelmisch? Schelmisch schön? Gut, aber ich glaube, wir wollen auch irgendwann das Spiel sehen. Guck mal, hier können wir noch den Körper ein kleines bisschen konfigurieren. Ja. Ups. Nehmen wir. Ja, und dann gucken wir nochmal schnell. Oh, komm schon. Was wir mit Mutti machen können. Ja, schöne neue Welt, aber auch bloß ein Badezimmer mit einem Spiegel und einem Waschbecken. Checken wir mal die Presets. Fast erschrocken. Bisschen was strengend. Ja, die Mädels haben alle so ein klein bisschen was androgynet. Ach komm, nehmen wir sie. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Körper. Können wir ihren Körper auch? Aha. Du mal stillstehen, Mädel. Okay, ja damit. Und wir nehmen wieder ihn nach vorne, eine Minute. Da ich gerne mit ihm spielen würde und nicht mit ihr. Die Charakter bestätigen. Okidoki.
wären wir. Schatz. Ich beeil mich ja schon, keine Sorge. Gucken wir uns doch mal alle ganz genau an. Ich denke, so schön sauber, neu und blinkend werden wir das nicht lange haben hier. Wie kennen da alle unser Fallout? Wohin? Rechts oder links? Ich glaube, wir machen mal eine Tour links herum. Gucken uns mal an, was uns hier so gehört. Unsere Bude. Und hier haben wir auch dort ein oder andere interaktive Gerät. Wie beispielsweise diese Flagge. Die guten alten USA. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Schöne Nachbarschaft. Was haben wir denn hier verändert im Schrank? Können wir schon mal irgendwie looten? Krieg bleibt immer gleich. Da ist was dran. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Okay, dann kannst du die Tür auch zumachen, Kollege. Ja, ein Schläfchen wäre jetzt doof. Wir wollten ja ein bisschen spielen. Dann mal hier, kleinen Wandschrank. Tür zu. Oh, wen haben wir denn da? Den Sean. Ach, wird bloß von rechts gespielt, okay. Mal her, Kleiner. Das gefällt dem Kleinen. Herrlich. Was können wir sonst noch machen? Ein bisschen Licht dran lassen wäre schön. Da hier Blast Radius. Ja, schön zumachen und gibt's Ärger mit Mutti. Du bist special. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Tja. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? No. Auf ihm tut er aber auch nicht. Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber schon wächst er schon noch rein. Mr. Handy, scheint nagelneu zu sein. Herr Handy. Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. Einsetzen brauchen wir uns nicht. Eine potenzielle Waffe, merken. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Das soll Cotsworth erledigen. Ah, Cotsworth, wie er sagt, das ist unser Roboter. Haben wir hier noch eine Tür? Moment, da war irgendwas mit Kuchen. Winsterpüree. Winsterpüree. Fancy Letzkuchen. Lemko Mac and Cheese. Mindestens haltbar. Für immer. Ah, guten Morgen, Sir. Ihren Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Sehr schön, so ist recht. Trinken wir mal einen Kaffee. Grognack. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Oh, die Milch wurde geliefert. Kleiner Garten, schön. Fortin, wir haben 2077. Ich habe am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Coca-Cola, eiskalt. Und Salisbury Steak. Settle up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Ja, dieser 15 Jahre Charme in diesem Spiel haut mich immer wieder um. Sehr schön. Babyflasche. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken?
und dreht erstmal den Wasserhahn auf, um einen Schluck zu nehmen. Kannst du aufmachen? Dreckige Kommunisten? Wahrscheinlich der Vertreter. Hm. Der kommt jeden Tag. Immer nur das gleiche Zeug. Noch etwas früher mit dem Trinken anzufangen. Ja, da steht einer vor der Tür, aber ich wollte erstmal in die Runde sein. Dann machen wir mal kicken, was hier noch alles so. Hat die denn hier liegen lassen? Interaktiv ist. Komm schon, mach einfach auf. Dann sind wir ihn auch schnell wieder los. Kommen wir zur Wirtschaft. Dann mach doch selber auf. Ich würde gerne meine Wohnung erstmal kennen, bevor ich irgendjemanden die Tür öffne. Jura-Diplom. Ich bin so stolz auf Sie. Na, Madame ist wohl irgendwie juristisch. Guten Morgen, ich komme von Vortec. Moin, moin. Vortec? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vortec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Ah. Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Mhm. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Eile? Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Ah. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Ja, Zeit komm mal ist zum ja Punkt. Heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass du Sie musst den Mund schon aufmachen, wenn du redest. Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Mhm. Bleiben wir mal positiv. Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Mhm. Es soll ja reibungslos laufen. Im Falle einer unerwarteten totalen nuklearen Vernichtung. Ja, es überprüf wird mal. Dauern. Einfach mal, ja. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. Name als Alter. Ich wollte gerade sagen, brauche ich jetzt einen Vor- und einen Nachnamen? Muss ich mir jetzt irgendwas aussehen? Ja, als alter Philip K. Dick / Blade Runner Fan nehmen wir einfach mal Deckard. Und wie hätten wir es denn gerne? Verteilen wir das erstmal einigermaßen gleichmäßig. Glück hätte ich ganz gerne. Anständig. Ein bisschen schlauer und ein bisschen stärker. Ich vermute, wenn das so ist wie in den anderen Fallouts, dann kann ich Stärke, Wahrnehmung, Ausnahme, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit später noch skillen. Und ich glaube, Glück war ein bisschen schwieriger zu skillen in den anderen Spielen. So. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Bon. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuschauer. So machen wir mal keine Bandlöcher in den Teppich, Cosmos. Ich kurz was gehört. Los. Wo
Was hast du denn mit dem Kleiner? Was hast du denn? Du bist den wichtigsten Männern in meinem Leben. Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Das ist schon stimmungsvoll irgendwie. Total schön. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Mal machen. Was würde er sarkastisch antworten? Das so wie die Nacht im Park letztes Jahr? Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Es geht los. Los. Oh, wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Okay. Auf zum Vault. Komm. Wenn Sie registriert sind, kommst du? Schöne Gegend, schöne Nachbarschaft. Komm. Alles gut. Nicht stehen bleiben. Unten haben wir Kompass mit Entfernungsangabe 50 Meter, 50 Schritte. Sollte zu schaffen sein. Jetzt nicht stehen bleiben. Prepare for the future. Okay. Das werde ich melden. Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Mann. Möge Gott uns helfen. Ihr Jungs seht ja auch stramm aus. Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Komm, Schatz. Alles klar, das war's. Runter damit. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Oh oh. Los, los. Festhalten! Geht das nicht schneller? Hui, haben wir ja knapp geschafft. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Hallo. Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir. Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und wir wären alle. Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt Aufzug. In Sicherheit. So langsam. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Naja, fügen wir uns mal unserem Schicksal. Was macht er denn da? Wir brauchen einen Moment für uns. Mein Herz rast wie viel. Oh Gott! Hey! Die Treppe hoch! Okay. Voltec ist für wieder. Alle neuen Bewohner gehen bitte geordnet weiter. Willkommen zu Hause. Ja, alle neuen Bewohner gehen bitte geordnet weiter. Es ist noch nicht allzu viel passiert, bis auf eine kleine schmale Bombe, die wohl gefallen ist. Und die Episode ist schon wieder vorbei. Ich stelle mich mal kurz hier in die Ecke. Die kann ja da vorne mit dem Rekrutieren und ein bisschen warten. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart.
würde mich freuen, wenn ihr diesem Fallout 4 Let's Play noch ein kleines bisschen beiwohnt. Ihr könnt mich gerne abonnieren, einen Daumen hoch, fände ich auch fantastisch, würde mir super helfen. Und wenn ihr Fragen habt, dann benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.